Was geht ab, Gemüse? Hier ist bei Console Gaming mit einem weiteren Part von Five Nights at Candy's Die. Ja, wir sind jetzt in der vierten Nacht und wir haben es bisher relativ gut geschafft, die Katze und die Ratte in Schach zu halten. Und ich hoffe, das wird uns auch in Nacht Nummer 4 gelingen. Gehen wir auch direkt mal rein. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Okay, gehen wir mal rein. Mal schauen, wie es weitergeht. Natürlich sind wir erstmal in Deepscape, sind wir erstmal wieder. Oh, ihr alter Zeichentisch. Okay, die Toybotch, die hatten wir ja in der letzten Nacht schon. Du erinnerst dich an mehr und mehr. Und schau dir mal deinen Raum an. Du hast ihn kaum vorher erkannt. Ich habe das Gefühl, dass du in der Lage sein wirst, diese ganzen Albträume bald hinter dir zu lassen. Kämpfe einfach weiter. Und ich bin mir sicher, dass du sie zuletzt noch besiegen wirst. Endgültig besiegen wirst. Das ist der richtige Ausdruck gewesen, den ich nicht fertig erkannt habe. Okay, also die Deepscape Bäume, die führen einen zu ungewöhnlichen Orten. Hier darf ich nicht rennen. Okay, die Bäume, kann natürlich sein, dass der Baum mich hinläuten will, wo ich hin muss. Aber ich gehe jetzt erstmal nach oben. Wow, da ist, glaube ich, die Ratte. Oder die Katze, ich weiß es jetzt nicht genau. Okay. Da ist... sollte ich vielleicht nicht außen rum machen? Das ist auf jeden Fall die Ratte. Das andere war wahrscheinlich die Katze. Ah, hier ist eine Zeitung. Ja, natürlich lesen wir das. Ein brandneuer Horrorfilm mit dem Psychopath, mit dem Star, hat alle Rekorde gebrochen. Jeder stimmte darüber hinein, dass die Performance von dem Schauspieler so und so nur in der Rolle möglich wäre. Also nur der hätte... Ah! Okay. Probieren wir mal weiter. Okay, gehen wir diesmal mal da links. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da... die Ratte. Okay, gehen wir mal in die Richtung weiter. 2 Minuten haben wir nur noch. Außenrum müssen wir jetzt gehen. Okay. Sehr gut. Okay, müssen wir mal schauen. Ah, schon wieder. Die sind aber überall. Okay. Aus dem Weg mit dir, du gehörst verschrottet. So. 1:26 haben wir jetzt noch übrig. Was haben wir denn hier? Die Dream Trees werden dir den Weg zeigen. Oh, okay. Also zeigen die einem den Weg. Sehr interessant. Ah, ich hätte vielleicht vorher gehen müssen. Okay. Ich melde mich gleich wieder. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar, dann müssen wir jetzt weiter wieder hoch zu den Bäumen. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass man außen rum geht. Nicht vor ihm her. Nein, nicht vor ihm hergehen. Okay, da dürfte jetzt eigentlich sicher sein. Jetzt dürfte ich eigentlich sicher sein. Oh, hello. Da kommt er. Oh mein Gott, ey. Ah, okay, das wäre der richtige Weg gewesen, okay. Da war aber, hat aber echt nicht mehr viel gefehlt. Der hätte mich bekommen. Die Katze oder die Ratte. Okay. Okay, außenrum. Natürlich, außenrum. Ich glaube, wenn ich direkt ins Hineinlaufe, dann bin ich direkt gejumpscared. Ja. Ah, da ist es, das Arcade Game, Part 2. Jetzt muss ich nur noch irgendwie, Moment mal. Na, komm. Na, aha. Ja, Part 2. Jetzt kommen wir zurück in den Dreamscape gehen. Yep.
So, da würde ich auch sagen, gehen wir auch direkt in Nacht Nummer 4 hinein. Here we go. Nacht Nummer 4. Okay, direkt mal die Kassette anmachen. Mal schauen, also. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt heute Abend gar nicht, was ich so alles erzählen soll. Heute Abend, ja, weil Nacht hier drin ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich erzählen soll, weil ich habe so viele Sachen erlebt in meinem Leben. Ich bin ja auch schon über 30. Und, ja, ist halt ziemlich schwierig so zu erzählen. Ich könnte ein bisschen von der Schule erzählen früher. Aber das ist halt immer so eine Sache für sich, ob man davon erzählen will oder nicht. Es sind halt sehr viele Sachen schon früher passiert. Und wie man sieht, sie sind sehr aktiv heute Abend. Also, sie sind wirklich echt heftig aktiv. Die Kasse ist auch schon vorbei. Kaum habe ich was erzählt. Ah, da bist du, Ratte. Muss ich nur gerade gucken. Weg mit dir, Katze. So, Kassette zurückspulen. Okay. Ich hoffe übrigens, meine neue Editierart gefällt euch so ein bisschen mit dem ganzen Sounds und so weiter. Weil ich habe so ein bisschen vor, so ein bisschen mehr Entertainment in das Dancing hineinzubringen. Weil ich glaube, so ganz alleine, glaube ich, könnte der Kommentarstil vielleicht ein bisschen eintönig noch eine Weile werden. Deswegen, ein bisschen mit Soundeffekten, ein bisschen mit Zoom und so weiter muss man ein bisschen arbeiten. Weil man will ja auch unterhalten und man will nicht irgendwie langweilen. Es gibt so viele Leute, die machen auf alte Art und Weise und wundern sich dann, dass sie nicht weiterkommen. Und das ist halt so die Sache. Dass man halt dann eintönig wird nach einer Weile. Okay, mal gucken, Katze. Ah, sie ist im Arm. Yep. Dich bekämpfen wir, dich kriegen wir fertig. Okay. Ja, ist unten drunter, sehr gut. Okay, ist schon mal hier auf der Seite nicht, also kann ich hier bleiben. Ah, und da war die Katze. Okay, ist um. Perfekt, einmal haben wir die Ratte schon mal weg. So, kann man die Kassette auch direkt zurückspulen. Direkt, ihr guckt, ob die Katze auch in der Nähe ist. 2 a.m. So. Du kommst direkt weg. Papp dich da direkt in der Nähe was. Kann ich nämlich die Kassette direkt anmachen. Das wird in Nacht Nummer 6 garantiert noch stressig. Also es wird hundertprozentig Nacht 6 geben. Es würde mich wundern, wenn es das nicht gibt. Weil in jedem Five Nights at Freddy's Fangame sind 6 Nächte drin. Wenn es nicht gerade One Night at Flumpy's ist, was die eine Nacht nur ist. Aber immer dieses Hin und Her machen, das muss man sich merken. Wenn man das macht, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Und insgesamt habe ich ja nur zweimal bisher in den 3 Nächten gehabt, dass ich angegriffen wurde. Okay, da ist er. Und auch die Katze haben eigentlich relativ viel im Schach gehalten. Relativ gut den Schach gehalten, also so ist das jetzt nicht. Okay, wo bist du? Da bist du. Perfekt. Kannst du sie zurückspulen? Ah, das hat jetzt nicht geklappt. Okay, der ist aber. Holla. Ja, aber wie gesagt, vom Kommentarstil her. Wow, ist im Raum. Ja. Falsche Seite. Na komm. Zick nicht so rum, Licht. So. Atmen höre ich jetzt noch nicht. Okay, da ist es auf dieser Seite. Weg mit dir. Ah, ist rum. Perfekt. Puh. Zweite Mal abgewehrt. So, können wir Kassette direkt hier starten? Direkt die Katze mal wieder abwehren. Ja, wie gesagt, Kommentarstil.
Das ist immer so eine Sache für sich. Also man muss schon in der Lage sein zu spielen und währenddessen aufzunehmen. Oder aufzunehmen, währenddessen zu sprechen. Das ist gar nicht mal so einfach, wie man sich da denkt. Also alleine, wenn man am normalerweise gewöhnt ist, sage ich mal, zu spielen und nicht zu reden, wie ich es eine sehr lange Zeit gewöhnt war, dann muss man halt wirklich überlegen, okay, wie kriege ich das hin? Man muss sich das antrainieren, sage ich mal so. Also für jeden, der es machen will, kann ich nur sagen, es ist eine ganze Menge Arbeit, sich daran zu gewöhnen. Es ist nicht so einfach, das Ganze von Anfang an hinzukriegen. Es würde mich wundern, wenn das jemand von Anfang an hinkriegt. Also, vielleicht ja, ein Entertainer vielleicht. Das ja, der so Schauspieler oder ein Wrestler, wie ja zum Beispiel von The New Day. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Kanal Up, Up, Down, Down kennt. Von Xavier Woods. Der könnte zum Beispiel perfekt hin, von zu reden und gleichzeitig zu zocken. Und, ah, man hört draußen die Polizei. Ja, auf jeden Fall, der kriegt es perfekt hin, das alles hinzubekommen. Ist aber auch ein Wrestler und kann gleichzeitig mehrere Sachen machen. Das ist normal so. Okay, ist normal. Junge Katze, du bist aber baff, bist du. Okay, sie ist unterm Bett. Mal gucken, wo du. Ah, auf der anderen Seite diesmal. Alles klar. Okay. Jetzt bist du oben. Das wird wahrscheinlich das letzte Mal für den Abend sein, denke ich mal. Denke ich jetzt einfach mal. Okay. Perfekt. Ich kann sie zurückspulen und dann schauen wir einfach mal. So, Kassette nochmal laufen lassen. Ja, nee, nee, Katze. Kannst du vergessen. So. Mal schauen. Ah, da bist du nett. Okay. Dich kriegt man noch. Das dauert jetzt nochmal lange. Das kriegen wir hin. Das dauert jetzt nochmal lange. Ich glaube nicht, dass wir nochmal angegriffen werden. Ah. Okay. So. Wo bist du? Dich schaffst du nicht nochmal im Raum. Da. So, ich gerade nochmal zurückspulen. Weg mit dir, Katze. Weg mit dir. Diesmal war es aber aus der Gegend, wo die Ratte war. Das ist manchmal hinterhältig. Das ist echt hinterhältig manchmal. So. Du kannst zu viel klopfen, weil da kommt niemand. Kommt niemand an die Tür. Puh. So. Jetzt wieder in das Ganze hier hinein. So, mal gucken. Warte, wir sind jetzt wieder hier in ganz normalen Restaurant. Mal schauen. Oh, du mal wieder. Es ist irgendwie unheimlich. Dieser Ort ist irgendwie unheimlich. Ich glaube, er ist von Geistern gejagt. Ich habe eben ein wenig an der Tür gelauscht und da habe ich jemanden weinen gehört. Könnte das etwa ein Geist sein? Nee. Ich glaube eher, dass da jemand eingesperrt ist. Oh, der Vater von ihr? Hi, Sweetie. Heute ist Winnies Geburtstag. Willst du Hallo sagen nach der Show? Ich weiß nicht. Muss nicht unbedingt sein, Vater. Muss nicht sein. Ich habe gehört, dass die Ratte und die Katze auch richtige Namen haben. Sollen geheim sein. Aber ich glaube, der Name von der Katze ist Karl. Karl die Katze. Vielleicht ist der Name von der Ratte Roger. Er scheint mir wie ein Roger. Oder vielleicht reimt sich auf der Name auf die wie bei der Katze. Also irgendwie,
dass sich der richtige Name reimt mit Katze und Ratze. Aber das ist nur eine Theory. A game! Wie... Nee. Nee, da... Hallo! Ich war in den letzten 2 Tagen nicht hier. Waren die Shows gut? Ich wette, sie waren es. Aber zumindest bin ich hier, um den Geburtstag von Winnie mitzufeiern. Hm. Ich bin schon sehr aufgeregt, ja? Das glaube ich. Das glaube ich. Okay, da ist die Katze. Hey, da. Ich bin die Katze. Magst du diesen Ort? Magst du Spiele? Ich... was? Du sagst, wir haben uns schon mal getroffen? Das ist nicht möglich. Ich würde mich an so ein süßes, kleines Gesicht auf jeden Fall erinnern. Naja, egal. Wir haben noch ein paar Minuten, bis die Show beginnt. Möchtest du Hide and Seek mit mir spielen? Yay! Dann verstecke du dich und ich werde zählen. Okay. Oh, das ist auch ein Junge. Mit dem reden wir noch kurz, bevor wir uns verstecken. Und wir ja mal erwischt werden. Oh, hi. Ich war gestern nicht so früh hier. Aber ich bin hier jetzt hier, wo die Show angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du mich bemerkt hast. Oder ich war gestern hier, als die Show angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du mich bemerkt hast. Na, nicht wirklich. Nicht wirklich, muss man nicht sagen. Okay, wo stecken wir uns? Vielleicht in der Nähe vom Vater? Ist vielleicht ganz schlau, wenn ich mal. Vielleicht so in der Nähe vom Tisch vom Vater. Vielleicht erwischt uns da, ne, weil dort der Vater ist. Okay, ja. Netter Versuch. Ja, aber das haben wir auf jeden Fall schon mal gut hingekriegt. Ah, die Story, die wird immer verzwickter irgendwie. Aber jetzt schon sehr, sehr interessant. Wie die Story weitergehen wird, wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und die Nacht Nummer 5, da werden wir auf jeden Fall sehen, was in Wirklichkeit passiert ist. Ich bin so sehr, sehr gespannt drauf. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme auch jetzt direkt Nacht Nummer 5 auf. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr auf der rechten Seite ein Abo da lassen, Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.